Tag zusammen und willkommen zurück zu Skyrim. Alles klar, was haben wir letzte Folge gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das war... Wir hatten, glaube ich, die Questreihe für Dingens fertig. Moment. Die verbotene Legende. Ich füge das Amulett von Gaul zusammen. Weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Betritt das Dämmergrab. Finde ich mich auf dem Weg zum Dämmergrab. Dort angekommen werde ich ihn dann sein. Okay, dann machen wir das hier jetzt. Das hört sich cool an. M. Da war ich auch noch nicht, aber da dürfte ich eigentlich zu schwer hinkommen. Dann reisen wir mal. Warte mal. Ah doch, ich hatte, glaube ich, Platz geschaffen im Inventar, ne? Oh, sorry, Leute. Das tut mir sehr leid. Ich hatte gerade ein bisschen Cheeseburger und Chickenburger. Dann muss ich ein bisschen aufstoßen. So. Käffchen habe ich mir auch schon fertig gemacht. Ich glaube, wir haben gerade 3 Uhr. Kurz vor 3. Oder halb 3, keine Ahnung. Nur mal wieder so zur Info. Achso, Montag früh übrigens. Ne? Montag früh so halb 3 rum. Damit ihr Bescheid wisst. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum Lydia letzte Folge nackt geputzt hat. Oder nicht letzte Folge, sondern letzte Session. So. Ich bin direkt hinter Nein, euch. Nein, danke, Lydia. M. Da muss ich hin, das heißt, ich muss mich nach da so leicht drehen. Ist nur die Frage, ob man da so einfach hinkommt, ne? Das ist halt immer die Frage. Oh, ein Drache. Aber das ist ja herrlich. Kannst du bitte deine Waffen ziehen? Danke. Eine Waffe ist aber ein bisschen wenig, ne? Ja. Drache, du musst landen, bitte. Du hast mir jetzt schon was abgezogen, Alter. Frostdrache hatte ich auch noch nie. Alter. Der zieht mir aber ganz schnell ab hier. Oh nein. Nein, nein. Okay, ich muss wegrennen. Renn doch! Ich bin gleich tot. Warum habe ich eigentlich wieder die Ego-Perspektive? Nein, warum haut er denn genau jetzt ab? Okay, da ist er wieder. Ja, aber es war jetzt gleich. Und stirb! Nein! Ja. Oh. Ah, oh, dieser verliert auch endlich wieder mal seine Seele. Los, gib. Gib. Gib mir die Seele. Oh ja. Ja. Geil. Endlich. Bin immer noch da. Ich stehe zu eurer Verfügung. Oh. Ich sag mal was anderes. Ach, das ist wahrscheinlich dieser Lydia-Overhaul, den ich jetzt wieder aktiviert hatte. Dann sagt ihr mir, ich bin... Was sagt sie? Ich bin hier, um eure Last zu tragen oder so. So, danke Lydia. Das ist sehr nett von dir. Geht ihr voran. Oh, Action. Einen Frostwagen hatte ich, glaube ich, noch nie. Das war das erste Mal jetzt. So. Weiter geht's. Frage ist, wo lang? Immer noch. Nach wie vor. Na, hier sieht's ein bisschen wandig aus. Warum ist es eigentlich immer Nacht, wenn ich hier lang reite durch so eine Gegend? Ist immer Nacht. Immer. Weil ich immer am Tage, glaube ich, die Reise antrete und dann ist es Nacht. Ich sollte mal nachts die Reise antreten, damit es Tag ist. Guck mal, das sieht sogar richtig gut aus hier. Ich glaube, ich habe den Weg direkt gefunden, auf Anhieb. Alter, wie nice ist das denn bitte? Das habe ich ja mal wieder richtig super gemacht. Warum zieht er eigentlich seine Waffe manchmal nicht? Und warum sind die nicht aufgeladen? Steck mal die Waffen bitte weg. Objekte. Hatte ich die nicht letztens gerade erst aufgeladen?
Tee. Der schwarze Stern. Ja, die ist jetzt fast voll. Tee. Nehmen wir den. Tee. Den. Und den. Aha. Da muss ich rein, siehst du? Ich habe keine Heiltränke dabei. Richtig gut. Wieder super vorbereitet. Super. Mein Ohr juckt. Super. Stufe 28 schon, Alter. Geht richtig voran jetzt. Richtig krass voran. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen das noch werden. Bestimmt so um die 500. Vor allem in dem Schneckentempo, in dem ich mich fortbewege. Oder voranschreite, sagen wir mal eher so. Aber es macht nichts. Weil wir müssen alle Quests machen. Alle. So. Ah, hier, jetzt weiß ich wieder, warum ich Ego-Perspektive war, weil das sonst... Oh, hallo. Sprich mit den Nachtigallenwächter. Wächter. Wächter. Ist sonst noch irgendwas? Nee. Hallo. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Na? Wer seid ihr? Ich bin Neo VIP. Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Oh, und das ganz allein. Muss ja klicken. Der letzte? Was ist mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Mann, wieso tragt ihr die Schuld? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Aha, er schon wieder. Wartet mal, ihr seid Gallus? Ich habe diese Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer Frey? Der ist tot. Ah, tot. Dann ist es vorüber. Ja. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Was habe ich für Nocturnal getan? Was habe ich für die Gilde getan? Ich wollte eigentlich nur reich werden. Ich sag, das habe ich für die Gilde getan. Ihr wart der Gilde eine große Hilfe. Und auch wenn sie es nicht zeigen mag, bin ich mir sicher, dass sie eure Opfer zu schätzen weiß. Opfer? Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Ach, das macht nichts. Kalia hat mir geholfen. Kalia, sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Aber, immer dieses Aber. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Wie kann ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee. Die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwiebels. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Dann werde ich allein weitermachen müssen? Leider ja. Ach, das meine Kräfte schwinden. Und ich spüre, wie ich davongleite. Naja. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Natürlich. Viel Glück, Nachtigall. Ich hab keine neue Quest, also noch kein neues Questziel. Ich hoffe, das hier ist der Pilgerpfad. Ohne Questpfeil werde ich doch aufgeschmissen, Mann.
Pilgerpfad, das ist der Pilgerpfad. Und Lydia ist schon wieder nicht da. Was ist denn mit der los? Das ist scheiße, wenn ich reite. Kommt er nicht hinterher. Oh, das war so klar. Hör auf zu schießen. Aua. LOL! Okay. Ach, ich bin tot. LOL. Ich hab 4 gedrückt, Alter! Ich hab 4 gedrückt. Das reagiert manchmal nicht. Och Mann, ey. Ich brauch Heiltränke, Mann. Das ist doch so dumm, ohne Heiltränke loszuziehen. Ich kämpfe jetzt mit einer Waffe, dann habe ich immer den Heiltrank da. Die Heilung da. Oh, ne. Das ist doch ein Scherz, oder? Oh, mein ich erkenne Gott. Ja. Der letzte der Nachtigall. Bla bla bla. Wir wurden von einem der. Ich war verblüfft. Wäre ich wachsamer gewesen? Ich habe die. Woher kennt ihr mich? Ja. Der Schlüssel. Ja, und den Schlüssel und Mercer. Ja, dann. Ich schulde euch viel. Das habe ich für die Gilde getan. Ich bedauere nur, dass ihr mich. Kalia. Ich fürchte, sie hat dasselbe. Nichts würde mich stolzer machen. Seit dem Augenblick meiner An. Die Grabstätte, als Mercer den Schlüssel. Leider ja. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er den Pilgerpfad zum Schatten. Warum habe ich jetzt eigentlich nicht dieses. Ist aber aus. Den Schlüssel ersetzt. Und warum ist Lydia nicht da? Das kostet mich ein bisschen an, ey. Warte mal. Ich geh jetzt mal raus und hol Lydia, wenn es klappt. Müsste ja eigentlich hier draußen jetzt stehen. Warum auch immer die nicht reinkommt. Lydia, ich brauche dich. Du bist. Ja, da siehst du. Komm rein, Lydia. Wir gehen. So. Mit Lydia wird das ein bisschen einfacher, glaube ich. Die ja nicht umsonst ausgerüstet. Jedes Mal, wenn ich reite, ist die weg, obwohl die ganz geile Sachen hat eigentlich. Aber warum hat die Alte jetzt von mir eben nicht immer direkt Schaden bekommen? Die hat nur manchmal Schaden gekriegt. Lag es an meiner Waffe? Konnte die eine Waffe keinen Schaden machen und die andere schon? Hä? Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Die ist doch draußen. Das kotzt mich schon wieder an, wa? Das kotzt mich schon wieder an. Lydia. Ich gebe euch Deckung. Wieso kommt ihr denn nicht mit? Mal los. Ich glaube, ich darf hier nur alleine rein. Och, Mann. Das ist doch ätzend. Die Musik ist immer am schönsten, die jetzt gerade läuft. Finde ich cool. Du. Ja, jetzt lad doch nicht so lange, Mann. Ich war doch schon zweimal hier drin jetzt. Kacke, ey. Oh, los. Werd mal F5 drücken, wenn ich das Gelaber nicht nochmal machen muss. Weil ich denke mal, ich werde wieder drauf gehen. Ich darf nicht so viel rennen, ich brauche Ausdauer. Frage ist jetzt, warte mal. 36, 34, okay. Das ist voll scheiße, dass ich keine Heiltränke dabei habe. Da denke ich aber auch nie dran, ne? Aber irgendwo kam noch ein Pfeil her. Da oben! Fick dich! Alter, die machen richtig Schaden mit ihren Drecksfallen. Alter! Leck mich doch am Arsch! Kleiner Pisser. Ja. Miese Wichser, ihr.